Das Motto heute lautet, zu gut für die Tonne. Denn einige dieser Lebensmittel sind abgelaufen, andere fristen schon etwas länger ein Dasein im Kühlschrank. Das heißt aber alles überhaupt nichts, denn wir machen uns heute trotzdem eine sehr leckere Lasagne daraus, die schmeckt, als wäre alles frisch aus dem Supermarkt. Herzlich willkommen bei YamTamTam. Wir nehmen an der Aktion zu gut für die Tonne teil und zeigen euch heute ein leckeres Rezept dazu. Genau, denn einige von diesen Sachen, die hier stehen, sind schon abgelaufen oder liegen schon ein bisschen länger im Kühlschrank. Aber wir wollen zeigen, dass man trotzdem viele leckere Dinge daraus machen kann. Genau. Solltet ihr euch allgemein für das Thema interessieren, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zur Edeka-Seite. Und da stehen auch noch viele Informationen. Und wir fangen jetzt an zu schnibbeln. Denn auch mit abgelaufenen Lebensmitteln macht man dasselbe wie mit normalen Lebensmitteln. Man bereitet sie zu. Ey, aber was gibt's denn überhaupt? Gemüselasagne. Yes. Ich würde mit der Zwiebel anfangen. Ja, gibt es Knoblauch? Nee, aber Karotte. Ah, doch, ja. Da, Knoblauch. Er hat sich neben der Muskatnuss versteckt. Er wollte so tun, als ob. Zwiebeln, Knobi sind ja, sagen wir mal, halten sich ja ewig. Ah ja, falls ihr euch wundert, ich habe mich geschnitten. Wow. Ich habe mich wirklich Ewigkeiten nicht geschnitten. Und ich habe mich tatsächlich auch noch nie bei YamTamTam geschnitten. Ich habe mich nur einmal verbrannt. Und es war einfach beim Brotschneiden. Wie dumm kann man sein? Naja. Und deswegen hast du daheim bestimmt immer vorgeschnittenes Brot. Oder eine Brotschneidemaschine. Oder jemand, der Brot schneiden kann. Irgendjemand, der kommt. Ich so, ey, bist du gut im Brotschneiden? Schick mir bitte für die Woche Brot vor. Ja. Das hier wird erstmal fein gewürfelt, denn wir machen uns quasi wie eine Gemüsebolo. Eine Tomatensoße mit viel Gemüse. Jo. Das ist auch quasi Geheimrezept. Wenn das Gemüse nicht mehr so geil ist zum Frischessen, dann kann man es immer verkochen. Ist so. Wir haben euch auch schon gezeigt, wie man aus Küchenresten eine leckere Brühe machen kann. Die muss man nicht wegschmeißen, sondern man kann sie einfach einfrieren. Findet ihr jetzt hier oben. Boah, die Zwiebel ist nicht nur alt, sie ist auch noch scharf. Sie ist eine Milf. Worüber schneiden? Schälen erstmal, dann schneiden. Ja. Wow. Oh. Ja, ich sag doch, die hat richtig Bock, du. So, ich habe sie dir geschält. Danke. Ich mach dann mal hier weiter. So, wir schneiden jetzt auch noch das ganze restliche Gemüse in grobe Würfel und dann wird gleich gebraten. Jawohl. Während du die Pilze schneidest, werde ich schon mal braten. Braten. So, wenn Pilze ein bisschen älter sind, dann ist der Strunk meistens hinten ein bisschen holziger, trockener. Den schneiden wir einfach dann weg und geht dann auch in den Gefrierbeutel. Weil auskochen kann man ihn noch. Und Pilze in der Suppe, immer eine gute Idee. Das stimmt. Ich mache das tatsächlich immer so. Ich rieche an den Sachen und gucke sie an. Und wenn mein Instinkt mir sagt, alles ist okay, dann esse ich es meistens noch. Ja, das ist doch eh, also ich finde es immer spannend, dass sich so viele vom Mindesthaltbarkeitsdatum so abschrecken lassen, dann direkt so, abgelaufen einen Tag und jetzt geht's weg, anstatt dann einfach mal zu probieren, weil es passiert ja auch nichts dabei. Das Einzige, was sein kann, ist, dass du, das ist jetzt nichts mehr und dann war's das auch. Der Körper fällt dir nicht dann gleich tot um. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, weil meine Mutter ist super paranoid. Sie ist richtig so, ein Tag vom Mindesthaltbarkeitsdatum, das schmeiße ich lieber weg. Und ich bin so, Mario, halbes Jahr abgelaufen. Geht noch. Na klar. Ja, vor allem auch bei so Sachen wie Konserven oder so, das hält ja ewig. Oder Nudeln. Ja. Dann auch mal so, diese Nudel, vor 6 Jahren abgelaufen. Egal. Habe ich auch schon gegessen. Ja, warum auch nicht? Ja. Also, da passiert ja nichts. Also, unabhängig von euren Sinnen, auf die ihr vertrauen könnt, es gibt ja auch einen Erfahrungswert, könnt ihr natürlich auch danach schauen, wie ist das Produkt verarbeitet und verpackt? Also ist es zum Beispiel getrocknet, wie Lasagneblätter, zählt ewig, weil da ist kein Wasser dran. Oder wenn es in der Konserve ist oder eingekocht ist. Ich habe so viel Marmelade von meiner Oma, die ist teilweise 20 Jahre alt. Oh. Die schmeckt immer noch okay. Ich mache jetzt Zwiebeln und Knoblauch rein. Good sound. Eins meiner Lieblingsgeräusche auf dieser Welt. Okay, wenn du ein Geräusch wärst, was wärst du? Wenn ich ein Geräusch wäre, ein Airhorn. Buh, buh, buh. Ja, laut und nervig. Und du? Eine Nähmaschine. Eine Nähmaschine ist auch laut und nervig für Leute, die nicht dran sitzen. Boah, ich wäre das Knacken von gut temperierter Schokolade. Ah, gutes Geräusch. Ja. Welches Geräusch wärt ihr denn? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Ja.
So, jetzt kommt etwas auf diese Zwiebel-Knoblauch-Mischung, was eigentlich überhaupt nicht schlecht werden kann. Honig. Den haben wir noch hinten im Schrank gefunden. Er ist abgelaufen am 10.09.21. Hier, guck. Und damit hält er noch ewig. Ja. Honig wird auch eigentlich nie wirklich schlecht. Es gibt natürlich auch diesen ältesten Honig in den Pyramiden, den sie gefunden haben. Was dazugehört, ist aber auch ein bisschen Handling von Lebensmitteln. Also benutzt einen Löffel, der sauber ist. Dasselbe gilt dann auch für Marmeladen, wenn ihr in Marmeladen mit einem sauberen Löffel geht und nicht mit einem dreckigen Löffel oder mit einem Messer, also keine Krümel oder sowas reinmacht, dann hält das ewig. Und bei Marmelade zum Beispiel auch, wenn da ein bisschen Schimmel oben drauf ist, kann man es wegmachen und weiterhin essen, weil da zieht es sich nicht so durch. Anders ist es bei Gemüse. Oder Brot. Oder Brot, da macht es nicht. Okay, die Zwiebeln und der Knoblauch sind jetzt ein bisschen karamellisiert und jetzt kommt der ganze Rest dazu. Hau rein. Der ganze Rest. Mohrrüben. Bam, ah, Mohrrüben, einfach auch ein geiles Produkt. Aubergine. Pilzis. Und natürlich noch Zucchini und Paprikari. Paprika. Das dünstet jetzt hier alles happy vor sich hin. Ich bereite dann schon mal alles, was zur Soße dann dazu gehört, schon mal vor. Wir haben nämlich eine Tomatenkonserve, die geht rein. Und Sahne, abgelaufen am 31.08. Na, dann riechen wir mal dran. Genau. Und nehmen einen Schluck. Dein Körper sagt dir relativ schnell, wenn gerade Milchprodukte nicht mehr gut sind. Riechen tut es noch gut. Ja, schmeckt komplett normal nach Sahne. Wir haben hier noch passierte Tomaten, die kommen auch noch mit rein. Okay, dann fangen wir einmal an mit stückigen Tomaten. Sahne. Passierte Tomaten. So machen die? Ja. Tomatenexpress. Kleinen Schluck Wasser, hier den Rest heraus, ich auch noch rein, zack. Und Würzung schmeißen wir auch direkt dazu. Wir haben ein paar Chiliflocken. Salz und Pfeffer natürlich. Und noch ein paar Kräuter der Provence. Hättest du was gegen noch mehr Chiliflocken? Nö. Geil. Mehr Chiliflocken. Ich kann ja schon mal anfangen, in einem Extra-Pot die Béchamel-Soße zu machen. Oh ja. Denn für eine Lasagne brauchen wir natürlich, ne, die tomatig-soßige Komponente und eine cremige Komponente. Bilden mit Felix. Und das geht ganz einfach. Erstmal Hitze an. Butter rein. Exakt. So, 2 Esslöffel Butter. Ich messe schon mal die Milch ab. Und auch hier wieder abgelaufen am 27.09.21. Ja, aber die riecht ganz normal. Also ist da nichts. Während du weitermachst, reibe ich schon mal den Parmesankäse. Mhm. Auch angebrochen, aber solange kein grün-blauer Schimmel drauf ist, könnt ihr den locker neu essen. Ich finde, das ist auch eine entscheidende Information, weil wenn ihr zum Beispiel mehrere Käsesorten im Kühlschrank habt und sich dann vielleicht so ein ganz leichter weißer Schimmel dort ansiedelt, ist es ganz oft nur Cross-Kontamination. Also das heißt, dann ist zum Beispiel vom Camembert was übergesprungen. Solange das nicht eine ungesunde Färbung annimmt und so, ne, diese Härchen bekommt, ist alles okay. Blau und flauschig? Nein. Außer beim Krümelmonster. Das ist okay. Zur geschmolzenen Butter kommt Mehl. Und zwar die gleiche Menge wie an Butter. So, zack. Und das lassen wir jetzt kurz ein bisschen mit ankochen, damit es den rohen Mehlgeschmack verliert, aber nicht damit es braun wird. Wir wollen ja eine helle Soße. Da kommt gleich auch noch ein bisschen Brühe dazu. Die mische ich schon mal. Yes. Wir sind jetzt auch soweit. Ich gieße jetzt nach und nach die Milch dazu und verrühre und dann dickt das ganz schnell an. Erstmal Schlückchen für Schlückchen, damit man auch wirklich alles mitkriegt. Und weiter geht's im Text. Und der Rest, meine Hitze nochmal hoch und sobald es wieder aufkocht, dickt das Ganze dann an. Ich habe auch noch Brühe für dich. Guck mal, in der Zeit können wir auch schon würzen. Muskatnuss, liebe Muskatnuss. Pfeffer. Zur Béchamelsoße kommt jetzt noch der geriebene Parmesan. Piala. Guck, wie klein ich ihn gerieben habe. Ja, wirklich. Der ist ja genauso groß wie du. So, für eine Lasagne brauchen wir natürlich auch noch eine Auflaufform. Die wird erst eingeölt und dann geht's ans Schichten.
Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wo Reste entstehen. Zum Beispiel an Silvester. Und auch dazu haben wir schon ein paar gute Videos gemacht. Zum Beispiel das Kaspress-Knödel-Video, das findet ihr auch hier oben. Und jetzt geht das lustige Schichtspiel los. Yes, wir legen los mit Gemüse. Ja. Auf diese erste Schichtsoße kommen Lasagneblätter. Ihr wisst, ich frage mich bis heute, warum wir nicht die eckige genommen haben. Hä, damit wir lustige Brechsachen machen können. Du kannst Brechsachen machen. Ja, genau. Ich bleib hier bei der Lasagne. Diese Eckchen, die ihr da abbrecht, könnt ihr einfach an die Seite reinstreuseln. Wenn ihr noch weitere Informationen zu gut in die Tonne, wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt zu gut in für die Scheiße, wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt zu für Scheiße, das ist doppelt zu macht nicht fertig. Wenn ihr noch weitere Informationen, wenn ihr noch, ich hör auf. Was er sagen möchte, ist, wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Genau, für zu gut für die Tonne. So, nochmal Gemüsesoße. Ich habe noch einen guten Trick für euch. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Soße ist zu dünne für die Lasagne und es soll ein bisschen dichter werden, könnt Nehmt einfach einen Schluck. Ja, oder ihr macht ein paar Haferflocken dazwischen. Die bringen ein bisschen Struktur und die saugen natürlich auch Soße auf. Und dann habt ihr halt so Soßenkrümelchen. Geile. Apropos schmecken. Schmecken tut es besonders gut, wenn jetzt eine Schicht Bechamel drauf geht. Yes. Und jetzt geht's wieder weiter mit Lasagneblättern. Gemüsesoße, Lasagneblätter, Bechamelsoße. Bis das Ding bis oben hin voll ist und ihr endet auf Bechamelsoße. Während du die letzte Schicht aufträgst, befreie ich schon mal den Mozzarella und schneide ihn in Scheiben. Dann geht er nämlich oben drauf. Und auch der ist schon abgelaufen. 26.09. Das ist eine Lasagne, die triggert jegliche Anxiety von deiner Mutter. Ist so. Das heißt, wenn ich mit deiner Mutter niemals Essen teilen will, sage ich, sorry, da ist abgelaufene Sahne drin. So ist es. So, Mozzarella schneiden wir in Scheiben. Ich mache auch schon mal den Gouda auf. Und jetzt Käse verteilen, das macht dich doch glücklich. Sehr. Cheese. Ich liebe Lasagne. Gibt es jemanden, der Lasagne nicht leiden kann? Flo? Was ist denn bei dir los? Warum? Raus. Raus. Direkt gefeuert. Ist so. So. Ich mache besonders viel Käse an den Rand, weil ich mag crunchy Käserand. Du hast besonders viel Käse, dass man nichts mehr von der Bechamelsoße sieht. Hä, hey, weiß auf weiß auf weiß hätte man eh nicht gesehen, okay? Das ist schon okay. Und jetzt ab in den Ofen. Rein damit. Wup, wup. Und wir räumen auf und sehen uns dann, wenn die Lasagne fertig ist. Riecht gut, ja. Sieht gut aus auch, holla die Waldfee. Oh, ich glaube, das ist abgelaufen, das kannst du nicht essen. Du bist gleich abgelaufen. Das muss jetzt einmal kurz abkühlen und dann schneiden wir uns ein schönes Stück heraus. Ich bin so ready. Bam. Bam. Vier Schichten, viel Gemüse, geil. Viel Soße. Eckstück, bestes Stück. So, gut. Lasagne. Es ist eine leckere Lasagne. Und oh Wunder, die ganzen Lebensmittel, die im Kühlschrank waren und abgelaufen sind, schmecken immer noch fantastisch. Wer hätte das denn denken können? Also, bitte schmeißt eure Sachen nicht weg, sondern verwendet sie. Ja, checkt immer vorher, ist das noch gut? Und die meiste Zeit ist es einfach noch wirklich gut. Also, immer gut alles auschecken und ansonsten auch das Rezept unten in der Videobeschreibung auschecken und auch den Abo-Button. Und apropos auschecken, wie wäre es mit anderen Videos von uns, zum Beispiel die Kaspress-Knödel? Oder Spaghetti-Pizza. Genau, wir sehen uns in diesen Videos. Bis dahin, tschüss!